So, da sind wir wieder. Hier, meine Anzeige ist mittlerweile der jetzt hätte ich mich fast versprochen. Gefixt, wollte ich sagen. Und ja, wir sind hier wieder an unserem Lasst uns zusammen Megaprojekt und dabei sind immer noch der Tobi, der Lukas und der Six. Hallo, ihr drei. Hallo. So, wieder der Hinweis. Hallo. Wenn mal eine Zeit lang keine Folgen im Sendeplan stehen, liegt es daran, dass wir ein Terminproblem haben. Hallo. Liegt es daran, dass wir ein Terminproblem haben und deswegen, ja, ihr braucht ja nicht glauben, dass wir irgendwann mal aufhören hiermit, sondern einfach nur, da war halt gerade keine Zeit, neue Folgen zu machen. So, wir sind dabei. Hier, wir haben uns jetzt also letztlich dann doch für dieses Design entschieden. Ich glaube, dieses Video ist schon online mit unserem fantastischen neuen Homepage-Feature. Teaser, Teaser, Teaser. Das heißt, ihr verpasst auf jeden Fall, habt jetzt demnächst alles im Blick, verpasst gar nichts mehr. Ja, sieht dann auch fehlende Folgen, die ihr noch nicht gesehen habt. Ohne Probleme. Mensch, ist das geil mittlerweile auf mmoinfos.de und im Sendeplan events.mmoinfos.de. So. Ja, wir waren letztes Mal stehen geblieben dabei, uns darüber aufzuregen, dass es halt Leute gibt, die auf den Server kommen. Wir freuen uns ja eigentlich immer über neue Leute. Wir haben auch in letzter Zeit wirklich viele richtig gute, nette neue Leute auch aufgenommen. Ja, aber wir haben es beim letzten Mal erklärt. Wir haben einen Aufnahmestopp. Unser Server hat den Namen Schweinchen Dick. Da wird auch mal nachgefragt, wie er heißt. Und Schweinchen Dick und Friends. Ja, genau. Und Friends, genau. Ganz wichtig. Und ja, Lukas, was haben wir denn noch so an Sachen, die anliegen? Sorgen, Moment. Wünsche, Probleme. Hier eine Frage, warum du denn für jede Folge den gleichen Namen verwendest? Ach, hatten wir das schon beantwortet, kann das sein? Weiß ich gar nicht. Ja, also, das ist natürlich... Megaprojekt. Nee, es geht, glaube ich, darum, dass ich ja, sagen wir mal, bei unserem schnuckligen normalen Let's Play, habe ich ja immer dann, weiß ich nicht, der Lukas liebt die Tiere oder so, dann hinter noch gemacht oder heute geht's zum Leuchtturm und so. Das ist, ja, das ist ein Produktionsflow derzeit noch. Habe ich letzte Folge ja schon erzählt, dass ich da ein bisschen optimiere. Und das ist dem Grad geschuldet, dass das im Moment noch nicht so, ja, so ganz perfekt so läuft, wie das ist. In Zukunft wird das halt so sein, dass so die Videos halbwegs automatisch aus dem Fraps quasi durch Adobe Premiere dann auf YouTube hochgeschoben werden. Und also bis das perfekt läuft, sind halt einige Sachen noch hakelig. Der Sendeplan ist hakelig, da sind irgendwie nicht immer so alle Folgen aktuell, ist dir vielleicht schon aufgefallen, ne? Da fehlen ein paar Sachen. Manche Sendungen kommen völlig überraschend online, obwohl sie gar nicht da sein sollten. Auch das hat etwas mit dem fantastischen neuen Feature zu tun, was da demnächst auf uns zukommt. Ich bin so doof, das hier nachzubauen, aber egal. Laufen gleich wahrscheinlich wieder Leute hinter mir her, das wieder reparieren, was ich hier gerade falsch mache. Und ja, also daran liegt das. Ist natürlich auch cool, aber YouTube den Folgen eigenen Namen zu geben, werde ich auch wieder dazu übergehen, sobald das alles so läuft, wie ich das gerne hätte. Aber das tut es im Moment noch nicht. Und ja, sobald das der Fall ist, wird es das auch wieder so geben. Also das heißt, dann heißen die Folgen dann wieder irgendwie, also haben noch einen Namen in Erweiterung. Ich habe schwer keine Musik im Hintergrund laufen. Thema, war die Frage dafür, ob du speziell fürs Megaprojekt auch so ein cooles deiner neuen Intros hinein oder machen könntest. Ja, ich habe ja, es gibt ja zwei Varianten von Intros. Einmal gibt es das Themenintro, ja, zum Beispiel Classics ist ein Themenintro oder Adventures ist ein Themenintro. Und es gibt die spielspezifischen Videos. Man könnte jetzt meinen, der Garderol hat irgendwie die letzten 5 Wochen in einer Werbeagentur verbracht mit zugedröhnt. Also ihr kennt das ja, ne? Von Werbeleuten halte ich ja nichts. Also diese vollgekoksten Typen, die einem die ganze Zeit irgendwie, weiß ich nicht, also 5 Stunden Meeting machen mit Overhead-Projektor und dann irgendwie 3 Striche auf irgendeine Leinwand malen und hinterher sagen, das ist jetzt ein neues Corporate Identity und verkaufen das für 5 Millionen. Da halte ich ja grundsätzlich nichts von. Nee, ich habe mir überlegt, also das zwei zu teilen. Einmal spielebezogene Intros. Also habt ihr ja gesehen, zum Beispiel jetzt aktuelle Spiele wie Landwirtschaftssimulator und Co. Die haben halt ein
nicht genrebezogenes Intro, sondern halt dieses das brennende Intro mit dem jeweiligen Spielenamen dann dahinter. Und ich habe eigentlich schon geplant, dass für Minecraft noch was extra kommt, aber da soweit bin ich noch nicht. Ne? Ich bin immer noch. Im Moment bin ich so in der Tüftelphase, deswegen kommen auch im Moment nicht ganz so viele Videos. Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt in den 2 Folgen? Oft. Und ja, und aber ich werde noch einen Vlog machen, der kommt am Dienstag wahrscheinlich raus, ne? Zum 5000. Abonnenten. Was natürlich jetzt schon wieder, wenn das Video online ist, wahrscheinlich schon wieder passiert ist. Jedenfalls, ja, und für Minecraft, wie gesagt, da wollte ich möglicherweise was Extras machen. Weiß ich aber noch nicht. Und solange wird es halt ein Platzhalter-Video geben, also dieses Feuer und dann Minecraft und fertig. So, bis jetzt. Also, das ist jetzt der aktuelle Stand. Ja, und Classics und Adventures bleiben getrennt. Es ist ja neue Schwerpunkte bei uns im Kanal, die ja auch sehr gut angenommen werden. Ne? Also die Classics sind richtig beliebt, haben zwar nicht so viele Views, aber haben dafür super tolle Fans. Ne? Also so, wenn man Kommentare liest. Und es sind ja auch super Spiele, die ich heraussuche. Ne? Also es ist nicht irgendwie so, dass ich jetzt der zum 100.674. Mal Zelda spiele. Ja, zum Beispiel. Was 35 Milliarden andere YouTuber machen, weil sie gesehen haben, dass es in einem anderen Kanal halt gut läuft. Das gibt's bei mir nicht. Ich spiele Spiele, die wo ich Spaß dran habe. Ich glaube, das merkt man auch, oder? Oh ja. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger. Also wenn ihr mich nach YouTube-Tipps fragt und wollt einen eigenen Channel machen und fragt, Garda, wie machst du das, dass du so toll bist und ich nicht? Das ist ganz einfach, ich habe Spaß daran und mache das nicht, weil ich jetzt vielleicht da ein bisschen Geld mit verdienen kann oder weil ich krampfhaft versuchen will, dass das 35 Milliarden Leute plus der Papst nach der Mitternachtsmesse gucken, sondern einfach, ne, da, weil ich Spaß dran habe. Ja, und dann habe ich halt Spaß an den Classics, das merkt man auch und das. Ja, ich glaube, das ist so der richtige Weg. Also, man sollte es nie machen, weil man meint, ja, ich muss jetzt hier Max das so optimieren, das machen, was die User sehen wollen. Natürlich in den Serien, klar, ne? Wenn unsere User jetzt schreiben, mach mal hier, keine Ahnung, macht mal was zu dem und dem Thema, klar, das kann man machen, ne? Wenn man das Spiel mag. Zum Beispiel bei Train Cards, da gab es ja dann die Wünsche, Tutorials zu machen zu dem einen oder zum anderen Thema. Das machen wir dann auch. Das macht ja dann auch Sinn, ne? Aber ich sag mal, oh. Ist bei Du mir das sagst Licht. mal, oh, Ja, okay. bei mir ist gerade das Licht ausgegangen hier im Spiel. Aber ich sag mal, spiel doch mal, keine Ahnung. Willi Werke. Ja. Oder diese bescheuerten Wimmelbildsachen oder so, ne? Nee, ist nicht. Weil das kann ich nicht, das kann ich nicht verkaufen, da habe ich keinen Spaß dran. Und wenn ich keinen Spaß dran habe, ich werde auch übrigens, das werde ich auch knallhart so machen, wenn ich keine Lust habe, Videos zu machen, weil irgendwie was anderes ist oder Arbeitsstress oder so, mache ich keine Videos, weil das bringt nichts. Dann Das werden die kommt, Videos scheiße, nee, das. das kommt im Video auch rüber, ne? Das merkt man, das ist halt Kacke. Kurze Frage, du hast zum Thema Spiele, die dir keinen Spaß machen, hast du von das Beispiel Zelda genommen. Nein, Heißt es. das Beispiel Zelda heißt, es gibt da halt YouTuber, die machen dann halt jetzt auch Zelda, spielen das, entweder weil sie noch haben, sich kein anderes Spiel leisten können, oder halt weil sie gesehen haben, andere YouTuber haben das auch in ihrem Channel und da läuft das erfolgreich. Das sollte das Beispiel sein. Und es gibt halt 35 Milliarden Leute, die Zelda spielen auf YouTube. Und da frage ich mich, warum sollte ich der 5.100.000. sein? Bei Tutorials ist es wieder was anderes. Wir haben in unserem Channel nun mal die besten Tutorials der Welt zu allen Spielen. Ist halt so. Weil wir nicht irgendwelche bescheuerte Musik im Hintergrund laufen lassen und irgendwelche Notepad-Einblendungen machen, sondern ich erkläre das vernünftig und zwar so, dass es jeder versteht. So. Da kann man mich gerne 100 Mal fragen, warum ich ein 500. Tutorial zum Thema X mache, einfach weil es besser ist. So. Um das mal ganz arrogant zu sagen. Also ich finde das schon so, ne? Also da, das ist dann die Ausnahme quasi. Mache ich irgendwas falsch hier oder? Nee, gut. Also das heißt nicht, dass du findest, dass Zelda ein Nö, schlechtes Spiel ist oder so. ich hab ja, die Konsolen sind ja komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe Konsolen zu der Zeit, als Zelda richtig aktuell war, so Nintendos große Zeit quasi, habe ich keine Konsolen besessen und von daher gesehen ist es insofern an mir vorbeigegangen, dass wenn ich mich jetzt da hinsetzen würde, würde Zelda spielen. Ja, dann wäre das genau der Effekt. Ich würde es halt spielen, weil, ja.
wenn es mich da interessieren würde, wenn ich dann sagen würde, oh, es ist richtig geil, das macht Spaß, ja klar, dann ist es was anderes. Aber dann bin ich immer noch der Depp, der keine Ahnung davon hat und an dem das Spiel halt vorbeigegangen ist. Und dann brauche ich es nicht spielen, weil ich dann schon genau weiß, es gibt halt so viele Leute, die das besser können als ich. Und dann lasse ich es halt. Wozu mache ich das dann, ne? Also Zelda ist meiner Meinung nach, also finde ich, eins der geilsten Spiele. Ja, es ist Nintendo, das ist einfach. Ja, und sie hauen ja Nach auch das. Pokémon. Ja. Sie hauen ja auch dann immer wieder diese Dinger raus. Ne? Also mit jedem neuen Konsolenstart und jetzt mit der Wii U, da muss dann halt das neue Zelda muss dann wieder mit dabei. Und das zieht einfach auch. Und Mario zieht, ne? Aber Nintendo ist halt einfach auf dem, ich weiß nicht, was. Es ist so schade, wenn man sieht, wie diese Firmen alle sterben. Sony geht kaputt, Nintendo geht kaputt und alle nur, weil die so verfangen sind in diesen Neuauflagen und ich weiß ja nicht, die mögen alle gut sein und toll und sagen wir mal spielenswert, aber da ist ja auch kein Platz mehr für Innovation. Deswegen finde ich es, zum Beispiel von Sony finde ich es gut, die haben sich ja Quantic Dreams damals gesichert, ne, mit Heavy Rain. Heavy Rain hat ja einen Meilenstein gesetzt in der Art, wie es Spiele sich anfühlen, finde ich persönlich. Und haben die sich da mal was getraut und jetzt, ja, jetzt gibt es ja demnächst dann mit Projekt Kara, was ja gerade läuft, dann da irgendwo einen Nachfolger dazu. Da freue ich mich schon riesig drauf und das ist halt abonniert, ne? Ja, und bei uns im Channel startet demnächst auch was Neues. Ich dachte mir so, weil wir hier unter uns Minecraft-Leuten, die Minecraft-Leute sind ja die, die den Channel quasi hier so ein bisschen mitentdeckt haben und groß gemacht haben, muss man mal ganz ehrlich sagen, ne? Deswegen verrate ich euch das jetzt mal vorher. Also bevor dieser Teaser kommt, ne, dieser neue Teaser für Februar, da bin ich schon dran am Basteln. Und zwar der große, gute, alte Ron Gilbert. Der Six kennt den Namen vielleicht. Der hat sich mal wieder bemüht und hat sich gedacht, Mensch, was ich am besten kann, das mache ich einfach nochmal. Nach wie vielen Jahren hat er sich jetzt zurückgemeldet? Und macht ein neues Adventure. So, und jetzt die Jüngeren unter uns, also Lukas und Tobi, wer ist Ron Gilbert? Das ist der Macher von keinem geringeren Spiel als Monkey Island, Maniac Mansion, Day of the Tentacle und Co. Aus den guten alten LucasArts-Zeiten. Der hat ja mit seiner Firma Double Fine derzeit auch ein Projekt am Laufen für ein Crowdfunded Adventure, aber er bringt jetzt im Januar ein Adventure raus, heißt The Cave. Das werde ich auf jeden Fall zum Beispiel spielen und das wird natürlich wieder, wie alle Adventures in unserem Kanal, nicht viele Zugriffe haben, aber richtig gute Fans, die es richtig lieben, diese Spiele zu sehen. Und bei Ron Gilbert, glaube ich, da kann man nichts falsch machen. Da ist Humor drin, da sind coole Rätsel drin und es wird ein Jump'n'Run. Da bin ich ja mal gespannt, wie das wieder ausgeht. Ne? Wenn ich Jump'n'Run spiele, das hat ja auch immer einen gewissen tragischen Unterhaltungswert. Ja, ne? Also Jetzt das kann ich mal schon mal. ganz was anderes. Ja. Hat da überhaupt jemand die Mitte ausgemessen? Das macht doch nicht Passt es alles so? kaputt. Also nein, hat keiner gemacht. Wie die Mitte ausgemessen? Ja, wir müssten natürlich gucken, dass wir auf der Vorder- und auf der Hinterseite möglichst gleichmäßig rauskommen, ne? Wobei, auf der anderen Seite würde ich Ach vielleicht so. der Rückseite noch ein bisschen Platz lassen. Wegen der Gleistechnik und so, dass wir hinten noch mal ein bisschen mehr Platz haben zum Umbauen oder so. Achso, ich hätte jetzt gedacht, dass wir von beiden Seiten gleich weit reingehen Ah ja, und dann in der Mitte ins Treffen. und in der Mitte dann, was weiß ich, ein bisschen mehr Platz, beziehungsweise weil ja dieses Abonnent da ist, dann bloß Tobi, auf eine was ist Seite. da? Was ist Ein da? Aboterium. Der Abonnent. Der Abonnent ist da, ja, genau. Der 5000. Vielleicht versteckt er sich da. Ja. Tobi, übrigens, dein Witz, ne? Du hast gesehen, der hat zu Kontroversen geführt. Genau, Gerda. Ja, genau. Gada, super. Also zu einigen Kontroversen geführt und ja, du bist ein YouTube-Star jetzt mit dem Witz. Super. Ja, ich habe sogar schon Skype-Nachrichten bekommen. Ah, nee, ist nicht wahr. Ja, und was Doch. diese Skype-Nachrichten beinhaltet haben, das verlädt uns Tobi in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Servus. Tschüss. Ciao, ciao.